Mein Name ist Ute von Genu TV und heute ein ganz wichtiges Thema. Ich zeige dir 7 Methoden, wie du Schnittmustermarkierungen auf den Stoff übertragen kannst. Die einfachste Methode sind Knipse in die Nahtzugabe. Man kann sie überall verwenden, ganz klar, aber da, wo man es verwenden kann, wie zum Beispiel hier bei den Ansatzstellen an den Ärmeln oder auch anderen Ansatzstellen, wo man zum Beispiel das Bündchen an den Halsausschnitt näht. Wir haben es schon x-mal gezeigt, es ist eine ganz einfache Methode. Du kannst ein oder zwei oder vielleicht auch dreimal reinknipsen in die Nahtzugabe und weißt dann, wo was hinkommt. Super simpel und schon 1000-mal gemacht. Wenn du zum Beispiel Abnäher auf den Stoff markieren willst, da eignet sich sehr gut die Methode, kleine Löcher in das Schnittmuster zu machen. Das kannst du mit einer Ahle machen, das ist so ein kleiner Spieß, oder einfach mit einer dicken Nadel. Und da brauchst du noch einen Stift, am besten einen Filzstift, und da gehst du dann in dieses kleine Loch rein und markierst es und du siehst dann auch schon, dass das zu sehen ist auf dem Stoff. Wenn du dann weiterstichst mit einer Nadel, hast du dann das auch noch übertragen auf die Rückseite und kannst bei doppelter Stofflage das auch noch auf der anderen Seite markieren. Eigentlich super simpel und super effektiv, gerade für Markierungen, die im Stoff liegen und nicht an der Kante. Gerade bei Abnähern hast du auch die Möglichkeit, aus dem Schnittmuster den Abnäher herauszuschneiden und einfach aufzuzeichnen. Das funktioniert auch sehr gut mit einer Methode, die ich dir später noch erkläre. Dann haben wir noch die Methode mit Kopierpapier. Das gibt es in Gelb und in Weiß. Das ist ein Papier, das so ein bisschen wie mit einer Wachsschicht beschichtet. Man kann es dann übertragen mit so einem Rädchen. Das funktioniert auch super gut, weil man kann das Kopierpapier doppelt nehmen, kann es dann zwischen die beiden Stofflagen nehmen und hat dann gleich auf beiden Seiten bei doppelter Stofflage zum Beispiel den Abnäher markiert. Ich liebe diese Methode und ich habe immer Kopierpapier bei mir im Nähzimmer. Eine Methode, die du sehr gut mit dem ausgeschnittenen Abnäher machen kannst, ist dann auf die andere Seite den Abnäher durchzuschlagen. Dafür machst du eine Schlinge und machst so einen Vorstich und immer mit schön mit Schlinge. Dann kannst du den Stich so oder das Genähte so auseinanderziehen und schneidest die Fäden in der Mitte durch. Jetzt hast du auf beiden Stofflagen die Fäden und die Markierung somit für zum Beispiel Abnäher. Finde ich einen Fake-Reißverschluss näher oder auch einen Reißverschluss, schneide ich mir gerne dieses Reißverschlussteil nochmal extra zu auf einer Stofflage oder auch vielleicht auf einem Karton und lege diese Vorlage noch auf den Stoff auf. Ich habe es neulich auch gemacht bei einem Stern, da funktioniert es ganz genauso. Ich lege es also auf, steck's fest oder fixiere es irgendwie anders oder zeichne außen rum und fixiere es eigentlich gar nicht, nimm es wieder weg zum Nähen und habe dann genau diese Linie, die ich nähen will. Das funktioniert super bei allem, was du sehr akkurat nähen willst. Wie zum Beispiel auch einer Bogenkante, wenn du sowas machen willst oder irgendwelchen Ziernähten. Da, wo es wirklich drauf ankommt, dass es super akkurat genauso genäht ist. Schneider machen gerne diese Methode, gerne bei Wollstoffen zum Beispiel, bei Anzügen, Röcken, Hosen. Da wird einfach alle Markierungen werden auf eine Stofflage aufgezeichnet, zum Beispiel auf eine Hälfte. Und wenn du das alles aufgezeichnet hast und etwas dick gezeichnet hast mit der Kreide, dann kannst du die andere Stofflage nehmen, draufklappen, gucken, dass es schön übereinander liegt und dann einfach draufklopfen und die Kreide überträgt sich auf die andere Stofflage. So hast du deine Zeichnung automatisch sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Vielleicht vom Jackett, vielleicht von der Hose, immer dann so durchschlagen und das ist eine super Methode. Das waren unsere 7 Methoden, wie man Markierungen vom Schnittmuster auf den Stoff überträgt. Wenn du noch eine Idee hast, wie du das machst oder wie deine Lieblingsidee, schreib es uns bitte in die Kommentare. Vielleicht können wir es noch aufgreifen und noch anderen mitteilen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei Nähen.
Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch und ansonsten tschüss!